Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, das Wichtigste gleich zu Anfang. Wir als AfD-Fraktion unterstützen den Antrag der Grünen in vollem Umfang. Im Gegensatz zu den Grünen und Linken entscheiden wir ja in Sachfragen pragmatisch und nicht nach ideologischen oder parteipolitischen Steuerungen. Ja, es zeigt ja, dass Sie selbst bei diesem Thema Ihre Zwischenrufe nicht lassen können, dass Ihnen hier offensichtlich die sittliche Reife fehlt. Wir werden uns keinem Antrag verschließen, der die skandalöse Kinderarmut in Deutschland bekämpft. Meine Damen und Herren von den Grünen, hätten Sie uns gefragt, wir hätten den Antrag auch mit Ihnen gemeinsam eingereicht. Wie ideologisch aber Ihr Verhalten gerade bei Linken und Grünen, wir sehen das ja hier gerade, ist, zeigt Ihr Abstimmungsverhalten in entsprechenden vorherigen Anträgen, in denen es nämlich um die überfällige Reform genau dieses Kinderzuschlags bereits ging und wo Sie sich wechselseitig blockiert bzw. nicht unterstützt haben. So viel zum Thema Schaufensteranträge, die Sie hier anderen Fraktionen ja immer mit wachsender Begeisterung vorschmeißen. Auch in der letzten Legislaturperiode war die Bekämpfung der Kinderarmut kein Anliegen der Großen Koalition. Aber ich hoffe, dass Frau Giffey sich kein Vorbild an ihren Amtsvorgängerinnen nimmt, die allesamt über Lippenbekenntnisse im Bereich der Kinderarmut nicht hinausgekommen sind. Meine Damen und Herren, Kinder sind eben nicht links oder rechts, sie sind nicht rot, grün oder gelb, sie sind eben einfach Kinder. Kinder haben ein Recht auf eine unbeschwerte Kindheit, frei von den Geldsorgen ihrer Eltern. Wir hier in diesem Hause haben eben nicht das Recht, über die Zukunft von Millionen Kindern in der Form zu entscheiden, dass wir ihnen ihre Zukunft verbauen. Denn Armut bedingt nachweislich schlechtere Bildungschancen und damit schlechtere Perspektiven fürs Leben. Arme Kinder in Deutschland brauchen keine ideologisch gefärbten Schaufensterdebatten und unqualifizierte Zwischenrufe, wie ich sie hier leider schon wieder auch in dieser ernsten Sache ertragen muss. Wir brauchen eine Allianz aller ordentlichen und mutigen im Bundestag vertretenen Parteien, eine Allianz mit dem Willen, die den Mut hat, über Parteigrenzen hinweg Kinderarmut in Deutschland zu bekämpfen. Arme Kinder haben selbst keine politische Kraft. Sie können ihre Lebenssituation nicht selber ändern. Lassen Sie uns den Mut und den politischen Willen aufbringen, für eine bessere Zukunft unserer Kinder in Deutschland zu kämpfen und damit auch ein besseres Deutschland zu schaffen. Denn Deutschland hat nicht nur viele arme Kinder, Deutschland ist generell arm an Kindern, und das ist ein sehr schlechtes Zeichen. Wir brauchen eine Willkommenskultur für deutsche Kinder und ein Wir schaffen das gegen Kinderarmut und für mehr Kinder in Deutschland. Kinder- und Familienpolitik war in den letzten Jahren immer nur ein Randthema der Politik. Und gerade die SPD sollte sich hier ganz weit zurücknehmen. Für ihren Altkanzler, Herrn Schröder, war ja Familienpolitik immer nur Gedöns. Und ich glaube, das ist es bis heute für Ihre Partei geblieben. 2013 schaffte es die Familienpolitik nicht einmal ins sogenannte Regierungsprogramm. Aber eine aktive Familienpolitik, die die Zahl der einheimischen Kinder wieder wachsen lässt, ist lebenswichtig für unser Land und für unsere Gesellschaft. Die geringe Kinderzahl in Deutschland gefährdet den sozialen Frieden, auch wenn Sie das von der SPD regelmäßig leugnen und in die Ecke diskutieren wollen. Unser Renten-, Sozial- und Gesundheitssystem beruht auch auf einer ausgeglichenen Bevölkerungsbilanz, meine Damen und Herren. Gute Kinder, gute Ausbildung, das ist die Zukunft Deutschlands, das sichert auch hier Wohlstand und das sichert letzten Endes auch Wettbewerbsfähigkeit für Deutschland, meine Damen und Herren. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Schön? Gern. Sie haben jetzt mehrmals betont, dass Sie sich eine Willkommenskultur wünschen für deutsche Kinder, dass deutsche Kinder in unserem Land gut aufwachsen sollen. Das unterstreichen wir natürlich. Meine Frage ist, unterscheiden Sie hierbei zwischen deutschen Kindern und welchen, die keine deutsche Herkunft haben, oder würden Sie diese Sätze für alle Kinder in unserem Land gleichermaßen gelten lassen? Sehr gute Frage.
Ja, da können Sie auch eine sehr gute Antwort von mir drauf bekommen. Wir unterscheiden insofern nicht. Das gilt für die Kinder, die hier einen regulären Bleiberechtsanspruch haben. Da gilt es für alle. Und natürlich gilt es auch insofern für die, die hier vielleicht unter dem Titel Asyl leben, solange wie sie hier bleiben müssen. Das ist richtig. Ja. Insofern denke ich, ich habe Ihre Frage auch angemessen beantwortet. Und ich denke auch, dass ich hier vor diesem Hohen Hause eben festgestellt habe, dass mit dieser billigen Propaganda, die immer gegen uns in dieser Hinsicht betrieben wird, endgültig aufgeräumt werden konnte. So, jetzt aber wieder zur Sache. Meine Damen und Herren der anderen Fraktionen, schauen wir gemeinsam ins Wahlprogramm der AfD und nehmen wir auch dies als Grundlage für eine bessere Zukunft für Kinder in Deutschland. Wir fordern Ehestartkredite mit Teilerlassen für Ehepaare, die dann Kinder bekommen und damit sie so eher in die Familienplanung eintreten sollen. Wir fordern, dass das Arbeitslosengeld I für Eltern länger bezahlt wird und dass Eltern eine Wiedereingliederungshilfe an die Arbeitgeber erhalten und so ihre Inarbeitbringung wieder besser möglich wird. Wir fordern, dass Studenten und Auszubildende, die in oder kurz nach der Ausbildung und Studium Kinder bekommen, dass denen die Rückzahlung des BAföGs erlassen wird. Alle diese Leistungen, Herr Kollege, bitte, die wollen wir. Satz. Ein letzter Satz. Sie sind schon 30, 35 Sekunden über die Jawohl, Zeit. Jawohl, letzter Satz. Kein Problem. Meine Damen und Herren, lassen Sie uns gemeinsam endlich jenseits aller Ideologien den Kampf gegen Kinderarmut aufnehmen, dafür, dass Deutschland, die Heimat unserer Kinder, nicht ein Armenhaus für Kinder, sondern eine glückliche Heimat wird. Vielen Dank.